Simone Thomalla feiert ihren 50. Geburtstag. Wir kennen sie ja vor allem als Tatortkommissarin. Allerdings am 26. April, also kurz nach ihrem Geburtstag, da gibt's den letzten Tatort mit ihr. 7 Jahre lang hatte sie zusammen mit Martin Wuttke in Leipzig ermittelt. Wie es danach weitergeht, darüber ist noch nicht viel bekannt. Vor einiger Zeit hat sie mal angefangen, Hörbücher zu sprechen. Und mit Mone Thomalla hat sie auch einen eigenen Mode-Accessoire-Shop eröffnet. Beruflich findet also gerade ein kleiner Umbruch statt. Privat läuft es bei Simone Thomalla rund. Seit 6 Jahren ist sie mit Handballnationalspieler Silvio Heinevetter liiert und überglücklich. Vor allem auch wegen ihm hat sie keine Angst vor dem Altwerden. Ganz im Gegenteil, in einem Interview mit der Zeitschrift Bunte sagte sie, dass das Altern das einzige Gerechte auf der Welt sei, weil wir ja schließlich alle alt werden. Und die Schauspielerei, die bleibt auch in der Familie. Tochter Sophia steht auch immer wieder vor der Kamera und bald sollen Mutter und Tochter auch gemeinsam einen Kinofilm drehen.